ist immer eine gute Möglichkeit, so einen Trickwurf auszuprobieren, wenn man erstmal ein paar normale Würfe gemacht hat. Vor allem im Spiel, da will man ja nicht gleich mit dem Trickwurf anfangen. Jetzt mal zu dem Wurf. Ist eigentlich gut, man springt mehr oder weniger ein bisschen mehr gerade in die Luft, um den Torwart nicht so in die Bewegung zu bekommen. Und dann versucht man die Rotation im Handgelenk zu bekommen, damit der Ball aufsetzt und dann direkt ins Tor springt. Klar, also man sieht es nicht gerne als Trainer, wenn man einen Trickwurf verwirft. Natürlich kriegt man da Ärger, wenn man in den falschen Situationen. Ich denke, wenn man jetzt ein Testspiel hat oder so, dann kann man schon ruhig mal was probieren. Aber in der Regel, wir wollen jeden Ball reinmachen und nicht unbedingt den Torhüter so alt aussehen lassen, sondern wir wollen einfach geradlinige Würfe. Und ich habe jetzt auch mein Wurfrepertoire erweitert mit geradlinigen Würfen und das ist auch relativ wichtig. Steppi hat einen richtig guten Dreher und Uwe brauchen wir nicht drüber reden, aber der Uwe ist ein Wurf, dieser Geschnörkelte, wie du vorhin schon gesagt hast. Ich kenne fast keinen Spieler, der so geil einen Winkel dreht wie Uwe. Ich würde sagen, jetzt Steppi ist auch ein bisschen größer als normale Außen, also sein Stärke, also ein langer Arm. Ist auch endlich für seine Größe heißt er sehr flexibel mit seinen Würfen. So von ihm ist dieser Heber mein größtes Problem bei ihm und Rea. Und Steine würde ich sagen, er springt ganz weit. Das ist, er ist so leicht. hat einen guten Sprung und da muss er ein bisschen mehr auch mitgehen. Und das ist auch schwer für mich. Vor ein paar Jahren dann war ich besser von außen, finde ich. Aber jetzt muss ich, ja, wie man wieder sieht, ich muss ein bisschen mehr dran arbeiten in der Außenwürfe. Da hoffe ich, dass der Rest ist um, dass ich bin besser von außen als Rücken.